Coppelia, die Puppe, der vom Meister immer mehr Leben eingehaucht wird. So etwas hat das Theaterpublikum schon vor 200 Jahren begeistert, erklärt Silvana Schröder. Aber einfach wieder die alte Story auf die Bühne bringen? Nein, sagt die Chefin des Thüringer Staatsballetts. Aber wie übersetzt die Choreografin die historische Vorlage in unsere Zeit? Es gibt natürlich auch eine Tanzsprache, eine schriftliche Tanzsprache, aber die muss man unglaublich lange studieren. In meinem Kopf natürlich muss ich ja irgendwie Schritte entwickeln und das Ganze füllen. Und das ist dann ungefähr der Packen Coppelia, den man sich vorstellen kann. Hier fällt sogar noch ein Zettel raus, vorne und hinten beschrieben, wo ich sozusagen meine Schritte dann ablesen kann. Notiz 14.16. Plötzlich weiche Arme und anschauen. Silvana Schröders Coppelia spielt im Reich eines Professors. Unter Studenten, die einen nicht so perfekten Kommilitonen gnadenlos mobben. Die aber auch allesamt fasziniert sind von der Idee eines Automatenmenschen. Ich habe mich deshalb mit diesem Stoff auseinandergesetzt, weil die Geschichte Coppelia das auch schon ein Stück weit beinhaltet, dass ein Mensch nicht in dem Sinne zu ersetzen ist, weil ein Roboter kann kaum Gänsehaut erzeugen. Die mechanische Puppe Coppelia nun in unserer Zeit der künstlichen Intelligenz. Sie ist so etwas wie ein Geschenk, das Silvana Schröder zu ihrem 35-jährigen Bühnenjubiläum gemacht hat. Muss auch furchtbar anstrengend sein, dann das zu gestalten. Allein diese Performance und die Disziplin, die es dafür braucht, finde ich total schön. Phänomenal. Also ich bin ganz begeistert. Ich bin extra aus Essen hergekommen. Alles so steril, so weiß. Ich mag sowas nicht. Aber ich wurde ja eingeladen. Was will ich denn sagen? Nächste Aufführung morgen am Pfingstsonntag in Gera.